Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Wir werden alle sterben. Heute mal wieder mit einem richtigen Weltuntergang. So mit in sich zusammenstürzender Erde, die danach für den Rest der Ewigkeit tot durchs Weltall schwebt. Das behaupten zwei Herren, die in der International Business Time vor dem Teilchenbeschleuniger, dem relativistischen Schwerionen Collider RIC waren. Der wird ihrer Meinung nach die Erde mit Mann und Maus vernichten. Sie bieten für diese Apokalypse zwei Möglichkeiten an, die beide Blödsinn sind. Die erste Möglichkeit sind die allseits beliebten schwarzen Löcher, die dabei entstehen sollen, wenn in diesem Schwerionen-Collider RIC zwei Goldatome mit insgesamt 200 Gigaelektronenvolt aufeinandertreffen. Dabei entsteht ein Feuerball und die Energiedichte soll dann so hoch werden, dass tatsächlich ein schwarzes Loch entsteht, das dann die Erde einsaugt. Nun saugt so ein schwarzes Loch ja mit seiner Gravitationskraft und die ist bei einem potenziell entstehenden schwarzen Loch in einem solchen Teilchenbeschleuniger nicht allzu groß. Man kann das mal ausrechnen. Die Kollisionsenergie ist 200 Gigaelektronenvolt. Und wenn man das mal in eine Masse umrechnet, kommt man ungefähr auf 4 mal 10 hoch minus 22 Gramm. Das ist ungefähr für die Kaffeetrinker unter uns die Masse eines Koffeinmoleküls. Und das ist so ein bisschen das Problem, denn wie gesagt, ein schwarzes Loch zieht mit seiner Masse. Und ich habe jetzt hier mal ein paar mehr Koffeinmoleküle, ungefähr nach 1000 Milliarden Milliarden mal mehr, zumindest die 1000 Milliarden Milliardenfache Masse. Und die Frage ist jetzt, wird diese Kaffeebohne mit ihrer Gravitation die Welt einsaugen? Die Antwort ist ganz offensichtlich nein, nicht in absehbarer Zeit, einfach weil ich diese Kaffeebohne jetzt in einem schwarzen Loch verschwinden lasse. Die zweite Apokalypse-Variante, die die beiden Herren vorschlagen, ist sogar ein bisschen interessanter. Demnach sollen nämlich bei dieser Kollision sogenannte Strangelets entstehen. Es sind Elementarteilchen, die anders als normale Materie nicht nur aus den zwei leichteten Quarks, Up and Down, bestehen, sondern zu einem gewissen Anteil auch aus dem drittleichtesten Quark, dem Strange Quark. Deswegen heißen sie auch Strangelet oder seltsame Materie. Und die Theorie besagt jetzt, dass diese Strangelets wegen dieser zusätzlichen Strange Quarks zusätzliche niedrige Energielevel haben und deswegen stabiler sind als normale Materie. Und das soll nach der Theorie dazu führen, dass ein solches Strangelet, das einmal entstanden ist, auf normale Materie trifft und diese Materie quasi wie ein Zombie in eine Version seiner selbst, also in weitere Strangelet-Materie mit niedriger Energie überführt. Das soll dann peu à peu so lange weitergehen, bis die Erde dann komplett ein hochdichtes Super-Strangelet mit ein paar hundert Meter Durchmesser ist und völlig unbelebt durch den Weltraum schwebt. Die Idee finde ich super, ehrlich gesagt, aber sie hat ein oder zwei Haken. Der eine Haken ist pure Statistik. Man kann ja ausrechnen, unter welchen Bedingungen und wie so ein Quark, so ein Strangelet entstehen könnte. Und damit im RIC, im Beschleuniger, ein solches Strangelet entsteht, oder damit die Wahrscheinlichkeit so hoch wäre, dass ein Strangelet entstehen könnte, müssten jetzt in den letzten 4,5 Milliarden Jahren auf der Oberfläche des Mondes, wo solche Kollisionen ja auch stattfinden, 100 Millionen Milliarden solcher Strangelets entstanden sein. Reine Statistik. Und wir können an den Abendhimmel gucken, der Mond ist noch da. Also ist die Wahrscheinlichkeit für solche Strangelets weit, weit, weit geringer, als die beiden Herren vermuten. Und entsprechend können wir auch davon ausgehen, dass die Erde nicht auf diese unterhaltsame Weise untergeht. Es gibt noch ein zweites relativ gutes Argument gegen diese Theorie.
ein Strangelet, das in so einer Kollision entstehen würde. Das wäre positiv geladen. Andere Atomkerne sind auch positiv geladen. Das heißt, so ein Strangelet könnte gar nicht den Rest der Materie zombieartig auflöffeln, weil es andere Materie abstoßen würde. Also nichts mit diesem schönen Weltuntergang und leider insgesamt auch nichts mit dem Weltuntergang durch diesen Teilchenbeschleuniger. Man kann sich das natürlich auch ganz anders herleiten. Wir hatten die Diskussion ja beim LHC schon mal. Und der LHC ist in Betrieb gegangen und hat das Higgs-Boson gefunden und noch viele andere tolle Sachen gemacht. Das Einzige, was der LHC nicht gemacht hat, ist den Weltuntergang herbeizuführen. Ja, und damit sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Wir werden alle sterben.